Willkommen zurück, mein lieben Mighty Max, zu einer neuen Folge Fortnite. Und heute wollen wir natürlich versuchen, uns den Klugstar zu sichern. Los geht's! Und natürlich gibt es wieder liebe Grüße, und zwar heute an den Kai Julian und an den Crazy Pascal 13. Vielen lieben Dank für euren Support, ihr beiden. Dankeschön. Wie gesagt, ich kann nichts mehr anders sagen, außer Dankeschön. Dankeschön. Und Ziel ist es heute, ihr Lieben, wie ich ja schon gesagt habe, Klugstar freizuschalten, also die neuen mystischen Helden. Ich würde sagen, wir legen los. Dafür habe ich mir hier eine 52er Version rausgesucht, und es wird doch gerade gezeigt, dass wir es hier machen könnten. Wir haben natürlich wieder drei neue Mitspieler dabei, und heute Bernd, ja, der war letztes Mal schon dabei. Hallo Bernd, und wieder Oxelbutt und Baymoor. Ja, die drei Mann spielen heute mit. 55, 69, 39. Na, das ist ein bisschen kritisch für ihn. Das werden wir mal gucken, ob er das überhaupt schafft. Ich würde sagen, wir legen los. So, schnell beeilen, ja, sonst wird's wieder essig mit der Mission? Oh, jetzt fällt mir der Scheiß wieder ein. Ernsthaft? Suche den Standort des Schutzbunkers auf deiner Karte. Ja, Suche ja. Den Schutzbunker, bevor die Höhlen zu viel Schaden anrichten können. So, einer hier hin. Ja, und ab. Hab ich dich. Heilige. Oh, ich kann hier gar nicht durchlaufen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ist doch nicht dein Ernst, ne? Das ist doch wieder. Ey, das ist echt. Haut ab! Ihr blöden Gurken. Ach, der Schild ist schon weg. Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Sobald der Schutzbunker repariert ist, können wir die Überlebenden bergen. Den Schutzbunker komplett wieder aufzuladen, wird 10 Minuten dauern. Bock ist in Schwierigkeiten. Also, schnell, wir müssen ihn finden. Ja, wo denn? Wo denn? Was denn? Wie denn? Er braucht unsere Hilfe. Ja, wo denn? Da, wo der Sturm ist? Verstärke den Schutzbunker und bereite dich auf einen Angriff aus allen Richtungen vor. Wo ist denn Glugi? Ich weiß nicht, woher dieser Sturm kommt. Glugstar, wo bist du? Oh Gott. Was soll man jetzt hier suchen? Hallo? Ernsthaft? Oh, Sturmdrohe, schön. Die nehmen wir runter gleich mit. Ja, wir warten jetzt auf die Leute. Ich hoffe, dass sie reagieren. Weil wir haben keine Drohne. Ja. Scheint nicht so zu sein. Na gut, dann müssen wir es halt alleine starten. Hoffentlich kriegen wir es hin. Panik! Na gerade vielleicht nochmal. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Ja, schmeiß mir dein Fass rüber, du blöde Kuh. Hey, fang! Hallo? Na, ob wir die 50 schaffen? Nein. So, komm mal her, meine Freunde. Du mit deinem Passgeschmeiße, ey, du bist doch Zünder. Aber ich hab's noch nie ohne Drohne gemacht, wenn ich ehrlich bin. Wie viel haben wir noch? 31? Sturmgeister! Hallo? Sind wir zu viele hier? Knifte kaputt oder was? Nee. Wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte. Oh, zwei von den Griebeln. Hier, Griebel, haut ab! Das war echt eine Klappe. Munition. Ja, knappe 7 Minuten haben wir noch. Und wie einige von euch mitbekommen haben, spiele ich also gerne Lagerzerstörung oder Evokierungsschutzbunker. Also, das sind die beiden, die ich am liebsten spiele. Leider gibt es immer die schlechtesten Sachen, wenn man die macht. Also, leider. Also es gibt schon mal ab und zu mal gute Sachen, aber großteils sind immer Sachen, die ich schon hab oder gerade im Moment nicht brauche. Freunde! Nicht anfassen, hab ich gesagt. Friss mein Schrapnell! Aber Ziel ist eigentlich, Klugstar zu suchen. Wo ist denn das dumme Schwein? Oh, Entschuldigung. Hab ich nicht gesagt. Entschuldigung. Hier blinkelt was? Nein, wir sind zu spät. Wie, wir sind zu spät? Es wird alles gut werden. Lass mich. Was? Wo? Wie? Wo denn? Was denn? Was denn? Ruhig. Nicht reden. Dr. Blackwell und ihr Team werden sich um dich kümmern. Was hier? Hier drin oder was? Oder zurück los. Zur Heimatbasis. Hier drin oder was? Oh Gott. Ziel erledigt. Wo ist er denn? Da ist er ja! Da ist er! Die Rettungsaktion war ein Erfolg. Sein Zustand ist schlecht, aber er wird es schaffen. Wollen wir es hoffen. Danke für deine Hilfe. Ja, dafür bin ich ertappt. Wie ich sehe, sind sie echt fleißig am Einbauen. Das finde ich klasse. Seit neuestem gibt es wieder irgendwelche Grafik-Bugs. Das finde ich nicht so toll. Ist ein bisschen ärgerlich.
Aber gut, so ist es halt. Aber die patchen immer wieder was Neues rein und immer wieder gibt's neue Probleme mit dem Spiel. Ja gut, der Inhalt wird immer mehr, ne? Also man darf nie vergessen, wie viel Inhalte mittlerweile dieses Spiel beinhaltet. Hey, das war Wortspiel. Aber ich find's klasse, Fortnite macht immer noch Spaß, obwohl ich jetzt schon mittlerweile mehr als 10 Monate spiele, macht dieses Spiel wahnsinnig Spaß und immer noch genauso süchtig wie vorher. Haut ab! So, die können von hier kommen, dann machen wir doch mal hier großzügig mal so ein bisschen Verengung hier und so. Von da sollten sie eigentlich nicht kommen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, da sind noch wach geworden. Alter, es gibt Bilder, es gibt hier oben Zünder. Auf jeden Fall haben wir Klugstock gerettet und dann müssten wir eigentlich unseren neuen mystischen Helden haben. Dann haben wir alle drei Helden aus dem Event. Geil, oder? Geil! Ja. Toilette im Freien. Gut, wenn man hier baden will, dann viel Spaß, ey. Gleich wegmachen hier, bevor wir hier auf dumme Ideen kommen. Und wenn das Ding eingebaut ist, der Schutzbunker, ne? Tipp von mir, geht farmen. Ganz wichtig. Geht noch ein bisschen farmen, holt euch noch ein bisschen Material hin, lagert was im Sturmschild ein für eure nächste SSV. Ja. Ich sag's nur immer wieder, ne? Farmen, farmen, farmen. Ist wie bei Minecraft. Habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, glaube ich. Übrigens, für die nicht weiterkommen bei der Mission, Tankwasser zerstören, das sind die hier. Ja, die findet ihr auch in der Industriezone. Nur so als Info. Ja, das sind die Dinger, die müsst ihr zerstören. Gut, nach 40 Sekunden, so ab 30 Sekunden solltet ihr dann anfangen zurückzulaufen zu eurer Verteidigung, in diesem Fall zu eurem Schutzbunker. Dass ihr rechtzeitig da seid zum Evakuieren. Oder zum Verteidigen, sagen wir mal so. Jetzt müssen wir mal einen Weg hier hochfinden, ohne dass wir was bauen müssen, aber es wird wahrscheinlich nicht anders laufen, deswegen nehmen wir Holzebolze. Und dann zerstören wir eine Seite wieder. Würde jetzt die bösen Buben hier nicht hochkommen, ne? Zack. Lass ihn noch zerstören. Könnte natürlich auch verändern, aber das geht auch. So, noch 6 Sekunden, da geht's los hier, da wird's scharf hier. Wo sind sie? Wo sind sie? Können. Ist ja langweilig, da kommt ja gar nichts. Manu. Spiel ist kaputt. Na, Freunde! Ja. Mach ich mal. Ja. Wollen wir schon mit drauf schießen auf die Nebelmonster, dann kriegt ihr nämlich auch ein bisschen was davon ab, weil dann kriegt ihr eure Nebelmonster erledigt, eure 50 Stück oder so, die ihr noch machen müsst. Oh, schön Material hier. Oh, schon wieder eine Toilette. Ernsthaft? Wie viele Toiletten gibt es denn hier auf der Mission? Auf der Mission oder in der Mission? Auf der Mission am besten. Ja, immer auf der Mission. Junge. Sag mal! Hast du Langeweile? Oh, 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 oh. Was kommt denn da? Was sehe ich denn da? Ich habe gar keine Feuerwaffe, keine Wasserwaffe dabei. Ja, Halleluja. Ah, da haben wir doch ein Schwert, oder? Damit sollst du eigentlich gehen. Du musst dir mit dem Schwert kaputt machen, also. Jo, siehst du? Brauche ich mal gar keine neue Totengräber herstellen. Ist ja geil. Die sind intelligent, die Leute hier, die mit denen ich spiele. Das finde ich gut. Der Bernd ist noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber das kriegt er noch hin, denke ich, ne, Bernd? Der Bernd, der macht das. Und der hält sich hier ganz wacker. Oder? Wo ist denn Bernd? Berndi! Ach, da unten ist er. Ja, der macht das schon. Hier sind genug Fallen, die kann auch nicht passieren. Noch alles legendäre, 82er haben sie aufgebaut. Ja, ja, gut. So viel Material kosten die ja nicht. Ja, Ziel. Also wenn man läuft und schießt, ne, ist natürlich die Präzision für den AA. Ja, für den Arsch auf Deutsch gesagt. Ihr seht das? Achso, wenn ihr stehen bleibt. Aus der Hüfte schießen ist auch immer ein bisschen etwas schwierig. Jetzt wird's feurig! Lasst unsere Festung. Wenn ihr nah dran seid, könnt ihr schon mal aus der Hüfte schießen, aber ansonsten bringt das gar nicht. Nur so ein Tipp. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. So, dann rennen wir mal hier rüber. Einige haben ja gesagt, ich würde nie wissen, wo die Sprinttaste ist. Doch, ich weiß, wo die ist. Na, Halleluja, wo kommt die denn her? Friss mein Schrapnell! Oh, komm schon! Was denn? Haben wir was gemacht? Warum diese Mission kein Carbide? Ganz einfach, ich mach Jonis lieber. Außerdem ist dieser Skin so legendär.
Also so selten, sagen wir mal so. Also diese Winter-Jones-Musik. Meine Freunde, hier, ich hab was für euch. Und was haben wir hier unten jetzt? Nix. Okay. Also die Fallen scheinen zu wirken. Also der. Der hat's wieder durchgemogelt, die blöde Sau. Ein bisschen Steine mitnehmen hier und Seilchen. Ja, so spannend ist die Mission nicht, ich weiß, aber. Ist halt keine Vierer-Mission. Aber wenigstens können wir dann ohne Probleme schaffen, die Mission. Und ein bisschen looten hier. Au. Könnte eigentlich mal eine Panzerfaust machen. Die habe ich mittlerweile auch schon hochgelevelt. Ja, ja, mittlerweile ist meine Panzerfaust auf Malachit. Lass los. Das wird dir nicht gefallen. Aber so richtig kommt ihr nicht mehr, ne? Ist ein bisschen langweilig gerade. Mann, oh. Hike-Arbeit. Hike beim Moor. Ist beim Moor. Ja, ja. Das siehst du, wie mit der Weißkopfbombe, wie das aussieht. Oh Gott, der Bernd ist tot. Bernd, ich komme. Ich helfe dich. Ah, oh, bist schon geholfen. Verdammt. Fress mein Schrapnell. Ah, Bernd geht wieder hier in den Nahkampf. Er weiß schon, dass das wirklich gefährlich ist, was er da macht. Let's go. Aue. Blöder Löpper. Na, dich kriegst du noch, du blöde Kuh. Dich auch. Du hast es geschafft. Ja. Wir haben's geschafft. Jo. Und Octobot war der Beste von uns. Sehr gut. Wunderschöne Leistung. Ah, da hat ein Cyber-Jones oder sowas. Oh, Cyber-Jones? Ich weiß gar nicht, wie der hieß mit der Maske. Ich hab den Club auf Legendär nur auf Episch und den hab ich eingeklebt. Und Legendär hab ich nur eingeklebt. Von daher. So, da gibt's wieder Stufe 4 Kiste. So, heute Level 4. Da kriegt natürlich wieder jeder ein Däumchen von mir, ne? Und jetzt natürlich wieder auch für euch, ne? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. So, dann öffnen wir mal die ganze Sache hier. Dann gibt's wieder Blitz aus der Flasche. Und natürlich gibt's eine Penny, wo wir ganz dringend benötigen. Für die nächste Auflevelung unserer Waffen. Verflixt, verchromt haben wir wieder gepackt. Ja, das ist ja auch keine Kunst. Und der gefallene Stern. Und da ist er! Bloodstar, der mystische Held. Den nächsten einsammeln. Geil! Damit müssen wir alle mystischen Helden abgefarmt haben in dieser Event. Oder? Wie viel gab's denn überhaupt? Die zwei mystischen Helden hatten noch. Und die Rabe. Der Rabe war auch dabei. Definitiv. Warum zeigst du mir den eigentlich nicht an? Oder konnte man den Raben nur kaufen? Ich glaube, den konnte man kaufen, ne? Jo, genau, den konnte man kaufen. Aber trotzdem haben wir alle drei mystischen Helden aus diesem Event freigeschaltet. Besonders haben wir ein Inventar. Das ist richtig geil. Also, ja, alle drei mystischen Helden. Also, ich kann es nicht oft genug sagen. Eins, zwei. Rebele, wo bist du da? Ah, ne, das hier oben ist Rebele. Eins, zwei und hier unten ist der dritte. Genau. Gucken wir uns mal an, wie der aussieht. Sieht er nackt aus oder sieht er schon angezogen aus? Ne, nie ausrüsten. Mensch, Mädel. Aufpassen! Ja, 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 ja. Ritzere. Also werden wir wahrscheinlich auch mal spielen. Kann dann natürlich auch jemand wieder einen Namen bekommen. Ne? Also wir haben ja ein paar Namen vergeben schon. Ne? Wie zum Beispiel, ja, natürlich ist der Rabe Black Panda. Und hier haben wir zum Beispiel Schlaufuchs. Hier haben wir zum Beispiel die Gamer Girl Lucy. Das bin ich, Mike der Vierte. Wen hatten wir hier nochmal? War es Black Moon Sissy? Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da aufgepasst. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle drei mystischen Helden von dem Event freigeschaltet. Ich bin sehr happy darüber. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Ne? Startet gut rein, feiert schön und wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.